Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ob angespielt Let's Play, werden wir im Laufe der Zeit und im Laufe des Videos herausfinden. Dieses Spiel kostet auf Steam ein bisschen an Geld. Ich weiß gerade nicht genau, wie viel. Das lässt sich aber sehr leicht herausfinden. Geschenkt hat mir das Spiel Monkey. Vielen Dank an dich. Das Spiel kostet aktuell 18,17 € auf Steam. Befindet sich noch im Early Access. Und das Spiel sah sehr interessant aus. Es ist quasi ein Survival-Game, wo du auf einem anderen Planeten bist und versuchen musst, die Atmosphäre wieder zu bereinigen. Du kannst Dinge entdecken, Sachen bauen. Gegner? Ich weiß gar nicht, ob es Gegner gab. Ich bin mir unsicher. Wir fangen aber mal ein neues Game an. Survival. Standard, entspannt, intensiv, Hardcore. Du wirst eingehen, wenn du stirbst. Okay, man kann sterben. Landeplatz, große Schlucht, Sandfälle mit dir zu. Oh, Standard. Okay, Name ist Survival One. Kann ich nicht mal ändern den Namen, okay. Und dann schauen wir uns das Spiel einfach mal an. Ich habe es angefangen zu schauen, boah, weil das Game kam vor über einem Jahr, vor einem halben Alter. Die Maussensitivität ist ja mal für den Arsch. Ach, schon viel besser. Von einem halben Jahr kam es raus, im April. Hier haben wir eine Lagerkiste, hier haben wir herstellen. Drücke F8, um Feedback zu geben. Ah, mit linker Maustaste können wir was machen. Ich glaube, ich habe es bei Peric gesehen am Anfang. Bin mir gerade unsicher, wann habe ich es noch von Gronkh geschaut gehabt. Nachricht lesen. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Deine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu O2, also Sauerstoff, Hitze und Luftdruck. Erreiche das 175.000 TI und erschaffe eine blaue Atmosphäre. Sentinel Corp, Jahr 3058. So, ihr seht unten links unsere Stats. Leben, Wasser und Sauerstoff. Solange wir drin sind, geht unser Sauerstoff nicht runter. Wenn wir draußen sind, geht unser Sauerstoff runter, weil wir natürlich hier diese Turbinen haben. Herstellen Rucksack T1, Ausrüstung Rucksack T1, herstellen Sauerstoff. Okay, alles klar, wir sollen verschiedene Dinge machen. Herstellen. Wir brauchen Eisen. Eisen, Kobalt und Magnesium. Dann würde ich sagen, gehen wir hier raus. Huch. Und können Kobalt mitnehmen. Wir können Silizium mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Aber wir brauchen erstmal Eisen. Wenn ich wüsste, wie Eisen aussieht, kann ich das auch mitnehmen. Das da bestimmt. Oder das da. Ist das Eisen? Eisen. Geil. So, mehr Eisen? Eisen. Geil. Titan, ne? Brauche ich glaube ich noch nicht. Silizium? Ne, Kobalt ist hier. So, wir dürfen unsere Hütte natürlich nicht aus den Augen verlieren. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich mitnehmen kann. Was habe ich denn? I, B? Wo ist denn mein Inventar? Tab. Ah, okay. Wir haben 12 Slots. Das ist ja erstmal nicht wenig. Die Sachen können wir erstmal Eis. Können wir erstmal alle mitnehmen. Was, wenn ich voll bin? Okay. Inventar voll. Gut, wir haben noch ganz wenig. Wir wären fast gestorben. Ich habe, glaube ich, aber nicht genug für den Rucksack, oder? Oh, doch habe ich. Da ist er. Oh, jetzt haben wir einen Slot mehr. T1 Rucksack ist heute nur T1 Stufe. Herstellen Sauerstofftank T1. Kobalt, Eisen, Magnesium brauche ich noch. Sieht ein bisschen anders aus. Wir werden mal kurz Taschenlampen, Mikrochip. Ist verwirrend. Eis kommt erstmal weg. Titan auch. Verwirrend, dass ich das nicht mit E machen kann. Magnesium. Wo finde ich dich? Bist du Magnesium? Oh, hi, Magnesium. Bist du Eisen? Dann bist du Lithium. Bist du Kobalt? Und ihr seht oben rechts unseren Terraforming-Prozess. Das Eis würde ich erstmal nicht haben. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Eisen. Geht halt noch nicht voran, weil wir entsprechend nichts gebaut haben, um die Atmosphäre zu reinigen. Wieder ein Inventar voll. Das stimmt, ich konnte gar nicht alles reinlegen. Das ist krass, wie schnell das O2 verbraucht, ne? Uiuiui. So.
Und damit haben wir einen Sauerstofftank. Jetzt haben wir 145 statt 100. Das heißt, wir können etwas länger draußen aushalten. Herstellen Mikrochip-Konstruktion. Sauerstoffkapsel. Mikrochip-Konstruktion. Brauchen noch ein bisschen Magnesium. Das Spitze da ist, oder? Das hier? Ja. Ich glaube, jetzt habe ich nichts mehr, oder? Kein Platz mehr. Ja. Könnte ich auch nachgucken. Wir werden uns einfach mal an den ersten Schritten orientieren. Das Spiel ist ja, wie gesagt, noch im Early Access. Ich habe nochmal nachgelesen gehabt. April 2022 oder März 2022 rausgekommen. Und die sagen so 1 bis 2 Jahre Herstellungszeit, Release-Zeit werden sie sich nehmen. Ausrüsten Mikrochip. Rüste den Chip aus, um Strukturen bauen zu können, indem du die entsprechende Taste drückst. Okay, ich kann ja switchen auf meiner Uhr oder auf meinem Taser. Kann ich hier saugen oder was anderes machen? Wahrscheinlich kaputt machen. Herstellen Wohnabteil. Bauen mit Q. Titan brauche ich noch. Das Titan habe ich hier drin. Ne? Ich nehme alles wieder mit. Hier haben wir sogar noch einen Lirma-Samen und einen Weltraumnahrung und eine Wasserflasche. Das ist wichtig. So, bauen war cool gewesen. Ich werde mein Wohnabteil natürlich direkt daneben hinpflanzen, wenn ich es irgendwo hinpflanzen kann. Da vielleicht. Ist das richtig rum, falsch rum? Wo ich überhaupt rein? Huch. Achso, ich soll noch eine Tür herstellen. Macht Sinn. Eisen und Titan brauche ich noch. Sonst kann ich da nichts machen. Das kann ja nicht mal wie Titan aussah. Nein, Kobalt will ich nicht haben. Da ist Titan. Okay. Hui. Nicht genügend Energie. Hier ist auch wieder Sauerstoff, das ist schön. Herstellen Bohrer T1. Fundamentrastermaschinenherstellungsstation T2. Wedge Tube Bohrer. Titan brauche ich schon wieder. Dieses Titan. Das ist das Titan. Dann kann man was mitnehmen. Gut, dann bauen wir schon mal den Bohrer. Ihr seht unten rechts Early Access V06 derzeit. Erzeugt Luftdruck durch Freisetzen von Bodengasen. Muss mal schön schattig hier haben. So, Luftdruck plus 0,2 NPA pro Sekunde, Energie minus 0,5 Kilowatt pro Sekunde. Ich brauche Energie. Ah, eine Windkraftanlage soll ich bauen, alles klar. So, die werden scheinbar automatisch verdrahtet. Das ist gut, 1,2 Kilowatt pro Sekunde. Das heißt, ich kann sogar noch einen zweiten Bohrer bauen. Dafür bräuchte ich Titan und Eisen. Und wir sehen, wir haben oben rechts jetzt 0,3 Ti haben wir schon. Das wird also jetzt nach und nach langsam die Atmosphäre verbessert. Eine Bodengase werden freigesetzt. Entsprechend wird das alles irgendwann klarer und schöner werden. Noch eine Windkraftanlage könnte ich machen. Heizung. Informationsbildschirme. War das gut, dass ich das hier hingesetzt habe? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall könnte ich theoretisch Energie minus 0,4 pro Sekunde um den Neubau, wenn man sie freischaltet, zum Energieverbrauch an. Das ist aber interessante Bildschirme auf jeden Fall. Eine Lagerkiste. Schreibtisch, Stuhl, Bett, Sofa, Sofaecke, Tisch. Sagen. Oh, kann ich den? Ne, kann ich leider nicht. Zack! Wir können auf jeden Fall mal hier ein bisschen
Gib her. Ein bisschen Stuff reinmachen. Habe ich noch ein Eisen? Ne, ich habe kein Eisen mehr. Jetzt können wir theoretisch noch einen. Noch eine Kiste bauen, dass wir für jedes Material eine Kiste haben. Herstellen. Ah, guck mal, da stehen. Ja, klar. Lass uns einfach darin orientieren. Das passt schon. Trotzdem brauche ich noch ein bisschen Eisen. Hier habe ich das Eisen. Eisen als Grundstoff, wie immer. Wichtig. Silizium. Wollte ich gar nicht. Ach, Silizium wollte ich gar nicht. Ach, Silizium wollte ich wieder nicht. Oh ja, ist viel Eisen. Magnesium, Magnesium. Haben wir mitgenommen? Nee. Aber ich etwas zu voreilig. Okay. Da kannst du auch ein bisschen umschauen, sehen. Da ist ein Planet, da ist noch ein Planet, da hinten ist ein Planet. Also wir sehen ziemlich viele Planeten um uns herum. Terraform ist schon bei 26 TI. TI. So, was haben wir denn da schon? Das Eisen haben wir nochmal. Kann also nochmal eine Eisentruhe bauen, eine Lagerkiste bauen. Und da kommt dann meinetwegen Magnesium rein. Und Titan. Und das Silizium. Okay. Hydrations... Nee, achso, ja, trinken. Terraforming Bildschirm. Kobalt und Silizium brauche ich noch einmal. So. Luftdruck bei 35 mpa, 0,2 mpa pro Sekunde, Terraforming 35 Ti, ne? Das wird also alles zusammengezählt. Wir können mal, ja, das Wasser muss ich von da drüben mal kurz holen. Kann ich aus dem Eisbüsch schon auch Wasser machen, oder? Oh, ich hätte noch warten können. Wollen wir noch Nachrichten? Ne. 175.000 Ti, also was mal zeigen, alles klar. Herstellen Bildschirmbaupläne. Was möchtest du dafür haben? Silizium noch eins. Dann kann ich auch dir das bauen. Wie gesperrt. Der braucht einen großen, ja. Wie ging's gerade? Ich hab's gesehen. Können wir ja unten hinsetzen. Warum geht denn der da nicht hin? Weil er echt eine ganze Reihe braucht, du. Ups. Ah. Kann ich den bitte wieder abbauen? Wie kann ich den abbauen? Ah, der ist falsch rum. Ah, ist das schlecht. Wie kann ich den zerstören? Bauen, abbauen. Will ich abbauen? Gut, das ist jetzt hier Terraforming haben wir 51. Wir kriegen bei 300 TI den Rucksack T2. Und so weiter und so fort. Wie kann ich das Ding abbauen? Mal speichern. Steuerung. Ich bin so schlecht. Aber ich kann hier gar nichts abbauen, ha? Huh? Drücken wir einfach mal alles durch. Okay, kann ich auch switchen. Natürlich abbauen. Hau ab. Wie nervig. Gut. Das heißt, alle 5 Sekunden kriegen wir eine NPA dazu. 2, 3, 4, 5. Herstellen Heizung. So, was haben wir hier? Wie gesagt, 300 brauchen wir, dann 1000 und so weiter. Und Luftdruck auch bei 70 erhöht. Dann Sauerstoffkapazität mit einem Sauerstofftank T2. Sehr schön. Wir brauchen noch eine Heizung T1. Iridium, Eisen, Silizium. Schreibtisch. Ah, da hätte ich ihn noch aufbauen können. Weil das ein Bildschirm ist, na klar.
glaube, ich muss das nochmal neu bauen. Ich brauche Eisen. Ich brauche viel Eisen. Es wird dunkel. Haben wir eine Zeit, ja? Krass. Gut, lass uns ein bisschen, ich will aber Eisen haben. Oh, Titan habe ich auch ein bisschen verbraucht. Auch Silizium. Neuen Behälter, neuen Bauplan erhalten. Sehr schön. Den wir uns den gleich mal angucken. Und ein Wedge Tube T1 brauchen wir auch noch. Oder sollen wir auch noch bauen. So. Wieder ein paar Ressourcen, auf jeden Fall ein bisschen Eisen. Ja, den Sauerstofftank brauchen wir natürlich, einen verbesserten, um einfach weiter weggehen zu können, weil ihr seht, ich kann mich nicht allzu weit weg bewegen, ohne dass ich demnächst einfach abnipple. Ach ja, apropos. So. War nicht genug Energie. Für was habe ich hier nicht genug Energie? Ah ja, okay. Hier fehlt entsprechend. Hier? Oh, ich will die da hinten hinsetzen. Fehlt entsprechend die Energie. Das Licht hat gefehlt. So, jetzt machen wir 0,4 pro Sekunde. Und ich wollte erstmal den Schreibtisch bauen. Und da würde ich gerne diesen Dings drauf platzieren. Aber du möchtest nicht, ne? Ich kann dich nicht abbauen. Weil ich sofort interagiere mit gewissen Dingen. Das ist ein wenig nervig. Aber lässt sich gerade nicht vermeiden. So, hier ist ein bisschen Kobalt. Okay. Ein bisschen Kobalt. Und ein bisschen Titan. Silizium, oh, Eisen habe ich auch noch, sehr schön. So, eine Heizung T1 sollen wir bauen, ja? Ich hau Iridium. Dafür brauchen wir erstmal einen verbesserten Sauerstofftank, denke ich. Herstellungsstation T2. Zum Herstellen besserer Werkzeuge. Das ist aber auch gut. Wichtig. Jetzt einfach mal in die Ecke hier setzen. Bräuchte ich mal einen größeren Container, ne? So ein größeres Bodenabteil. Kann ich das bauen? Titan brauche ich dafür noch. Kann ich das einfach hinsetzen? Oh, ich kann hier nicht fliegen. Ah, guck mal, der wird automatisch rangepappt. Sehr schön, sehr cool. Problem ist, dass ich mich natürlich sehr nah ran platziert habe und das irgendwie etwas ungünstig ist. Ich würde es gerne echt dahinter bauen, aber oder geht das gar nicht? Muss ich es von hier drin machen? Nee. Ich denke nicht, dass das erweitert wird, oder? Das sieht nicht so danach aus, als ob es angepappt wird. Es sieht eher danach aus, als ob es ein separates wäre. Aber hier kann ich es leider nicht hinsetzen. Das ist schade. Wäre hier sehr praktisch gewesen. Beim anderen kann ich es nicht, weil da überall Zeug steht. Ah, sieht das schlecht aus. Was, wenn ich es einfach mal da drüber hinpacke? Das geht halt nicht, oder? Aber doch, sieht gut aus. Boah, jetzt hat er wie eine Treppe. Gibt's halt irgendwie nicht. Okay. Whatever. Wir sind bei 134. Und wir können hier unseren Sauerstofftank T2 bauen. Titan und Magnesium und Kobalt und einen Sauerstofftank T1 bauen wir dafür. Exoskelett. Erhöht das Equipment-Limit. Aha. Geil. Titan und Magnesium. Kobalt, Titan, Magnesium. Eins Kobalt. Eins Titan. Magnesium. Und entsprechend mein Sauerstofftank. So. 200, doppelt so viel. Nice. Titan, Silizium, Magnesium. Was? Ich habe kein Silizium mehr. Ernsthaft? Oh. Das ist schlecht. Kein Silizium mehr. Dabei wollte ich das die ganze Zeit abbauen, oder nicht? Ein besserer Rucksack wäre auf jeden Fall sehr viel praktischer. Ja, aber da haben wir erstmal alles mit hier ein. Passt schon.
Und wo brauche ich auch die Möglichkeit, mir Wasser zu holen? Weil ich habe ja nur eine begrenzte Anzahl an Trinkreserven. Bin gespannt, was uns Wasser bringen wird, weil hier sehe ich wirklich außer viel Staub nicht sehr viel. Was haben wir denn da? Eine Kiste, aber ich habe leider keinen Inventarplatz mehr. Müssen wir uns merken. Gehen wir gleich sofort nochmal hin. Hui! Bestimmt kann ich aus dem Eis was machen. So, du willst... Silizium, hast du Silizium hätten wir hier noch gehabt. Titan. Kobalt. Und Eis habe ich keins mehr. So, trotzdem will ich kurz die Kiste looten. Schauen, was da so drin steckt. Ach komm, unten links haben wir Koordinaten, das wäre sehr praktisch. Die sollten wir uns auf jeden Fall notieren. Wow, okay, hier ist echt viel drin. Eisen. Weltraumnahrung. Sauerstoffkapsel. Und eine Wasserfall. Ah, die können wir mitnehmen, alles klar. Die können wir mitnehmen, damit wir unterwegs uns auffüllen können, um weiter rumschauen zu können. Haben wir noch einen Rucksack T1, habe ich immer noch. Okay, hat sich nichts geändert. Erhöht das Ausrüstungslimit. Uff, um weitere 4 Slots. Kann ich mir jetzt nochmal einen Rucksack bauen? Wahrscheinlich nicht, wa? Wahrscheinlich nicht. So. Und was brennt hier? Oder ist das der Bohrer? Das ist der Bohrer, wa? 207 TI, wann gibt's das nächste? Bei 300 gibt's den Rucksack T2. Da fehlt nicht mehr viel. Hier mal was zu trinken. Das ist Gesundheit, ja. Mhm. Ich komme leider da oben noch nicht hin. Rüste den Chip aus. Ah. Wird für die Verwertung von Wracks benötigt. Silizium bräuchte ich dafür noch. Und Taschenlampenchip gibt es auch noch. So, dann rüsten wir den mal aus. Ich möchte den nämlich wegmachen. Danke. Und den können wir jetzt nochmal neu bauen. Den Bildschirm Baupläne. So. Ach, sieht das schön aus. Und Bildschirm Energieverbrauch noch. Silizium. Da wir ja eh eine zweite Windkraftanlage gebaut haben, sollte der Energieverbrauch, sollte passen, oder? Nope, irgendwas stimmt nicht. Wieder alles dunkel, weil wir keine Energie mehr haben. Na gut. Bauen wir eine Windkraftanlage. Noch eine. In den ganzen Planeten einfach mit Windkraft vollballern. Und wir brauchen mehr Bohrer, denke ich, oder? Sicherlich werden wir sie später mit besseren Bohrern austauschen müssen. Iridium brauche ich immer noch, habe ich immer noch nicht. Um Außenböden Treppen zu schaffen oder im Grunde alles, was Sie sich vorstellen können, zu bauen. Außenlampe beleuchtet einen Außenbereich. Neuer Bauplan, Wohnabteil, Fenster. Ein Glaswand für Wohnkapseln. Aber ich komme hier nicht nach oben. Ich brauche eine Treppe dafür. Aber das ist eine Außentreppe. Das ist keine Innentreppe. Das heißt, ich kann aktuell noch nicht viel machen mehr. Außer halt jetzt. Ein Wedge-Tube soll ich noch bauen. Dafür brauche ich Eis und Magnesium. Zack. Den werden wir mal in die Ecke stellen hier. 0,35 kW pro Sekunde braucht er. Und ich brauche den Samen, den ich dort einpflanzen werde, den wir in unserer Kapsel hatten. Können wir theoretisch mal alles hier mitnehmen. Können wir das auch alles zerlegen? Stimmt, wa?
Geil. So, 175.000 hat unser Ziel, ne? Schon ein ganz schönes Stück. Und dann würde ich dort sagen, könnt ihr den Samen einpflanzen. Sauerstoff 0,15 ppq pro Sekunde. Mhm. Brauchen noch eine Fresskiste. So, wir sind gleich bei 300 Terraforming. Das heißt, wir können hier gleich den Rucksack verbessern. Jetzt können wir ihn verbessern. Jetzt, wenn wir sowohl Sauerstoff als auch Luftdruck machen wir jetzt. So, Rucksack T1, Eisen, Silizium, Titan. Eisen, Silizium, Titan. Plus mein Rucksack. Ups. Zack. Boah, ist das groß. Geil. Sehr schön. Sauerstoff wird auch bei 100, bei 1. Verbindungsleiter zwischen Wohn... Ah, da ist die Innenleiter. Die will ich haben. Das ist die, die ich brauche. Sonnenkollektoren T1 bei 1000 Ti. Das ist, wenn wir das alles gemeinsam, ne? Das ist, oh, ist relativ schnell erreicht. Was haben wir hier noch verbraucht? 3 Windkraftanlagen, 3,6 Kilowattstunden produzieren die. Wir haben noch 0,25 Kilowattstunden übrig. Ja, wir brauchen die Innenleiter. Können jetzt also aktuell nur warten. Eine Kiste würde ich ganz gerne noch bauen mit Eisen. Ich brauche zwei, oder? Nee, eine nur. Und zwar gerne mit Futter und der Kram hier halt einfach. Können natürlich eine Sauerstoffkapsel mitnehmen, wobei ich nicht glaube, dass wir so weit weglaufen werden. Wir wollen jetzt nämlich noch Iridium. Etwas Rotes. Hast du mitgenommen? Nee. Ich bin da mal etwas zu schnell. Dann lass uns mal ein bisschen rumlaufen. Schauen, ob wir etwas entdecken. Was wir mitnehmen können, was wir bisher noch nicht kannten. Ich habe die Sichtweite aber eigentlich schon auf Maximum gestellt, oder? Ja. Das Sichtfeld war sonst immer etwa auf deutlich geringer. Aber Iridium ist hier noch nicht. Das wird sich scheinbar ein wenig weiter weg verstecken. Jetzt haben wir die Hälfte von unserem O2 ausgereizt. Oh, das ist eine Kiste, die ich gerne mitnehmen. Und dann aber schnell zurück. Oh, wieder ein Lirma-Samen, nice. Oh, wir haben ja natürlich die O2 mitgenommen, Eis. Genau dafür, dass wir einfach mal... Titan. Dass wir uns ein wenig weiter wegbewegen können. Hm, schon ein lustiges Game auf jeden Fall. Gefällt mir. Boah. Es wird etwas... etwas heißer. Hm? Ich sehe kein Iridium. Aber witzige Steinformationen sehe ich hier. Ich würde gerne weitere Kisten sehen und sammeln, aber... Oh. Da hinten ist was abgestürzt. Wie viel Platz haben wir noch? Ah. 4 Slots ist nicht mehr sehr viel, ne? Noch ein Slot übrig durch unsere... Kann ich crouchen? Nein. Kann ich die abbauen? Oh, schwierig. Sehr schwierig. Ich krieg keinen Schaden. Und die Kiste würde ich gerne mitnehmen. Klar, ich muss ein bisschen was hier lassen. Oh, ich komme gar nicht ran, oder? Etwas hell. Komme ich hier ran? Komme ich hier durch? Naja, ich komme hier durch. Kobalt lassen wir liegen. Silizium, Magnesium, Eisen, Eis. Kürbiskerne.
Da auch noch Multiplikator, Superlegierung wird für High-End-Technologie verwendet, Kürbiskern und Bauplan Mikrochip. Okay. Müssen nach Hause. Denn unser Sauerstoff ist begrenzt. Dann haben wir einmal Titan mit. 500 TI haben wir erreicht. Nichts Neues freigeschaltet. Aber wie dunkel das auf einmal ist. Oh ja, wie rötlich. Aber kein Iridium gefunden. Okay. Primär geht es also darum, jetzt für mich erstmal Kisten zu finden, um Iridium zu sammeln. Inventar voll. Widerlich. Okay. Ganz allein auf diesem fremden Planeten macht es schon ein bisschen ängstlicher. Jetzt scheint es Nacht zu werden. Boah, kann man hier immer Rennen einmachen? Ah, das ist nämlich voll nervig. Linke Taste. Link, keine Ahnung. Tut irgendwann weh am Finger. So, können die mal, weiß ich nicht, zerlegen. Bleibt aber liegen. Fürs nächste Mal. Gut, dass sie so einen schönen großen Rucksack haben. Ja, das sind zwar zwei Baucontainer, aber die sind noch nicht miteinander verknüpft. Das ist schade. So, hui! Wir sind da. Gut, erstmal Futter rein. Ach, guck mal, das auch. Kann ich auch als Futter kennzeichnen. Bauplan Mikrochip. Benutze den Blaupause mal, um diese Blaupause freizuschalten. Entschlüsseln Sie einen Blaupause-Mikrochip. Beweglichkeitsstiefel T1 habe ich bekommen. Oha, okay, kenne ich gar nicht, dass man da neue Sachen finden kann. Sehr spannend. Eis war hier drin, oder? Ja. So, so, so. Beweglichkeit erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Aluminium, Aluminium, Stoff und Stoff. Okay. Ach, guck mal, hier kann ich Wasserflaschen machen aus Eis. Ah, wunderbar. Das ist gut. Aber mein Hunger kann ich nicht stillen. Das muss ich anderweitig. Da muss ich Zeug wahrscheinlich anbauen. So, kann ich irgendwas Schönes bauen? Eine Heizung brauche ich immer noch. Iridium. Erzeugt Wärme. Habe ich nicht... was habe ich freigeschaltet? Noch gar nichts. Noch ein PPT brauche ich dafür. Es geht noch weiter. Huiuiui. Oh, weia, gibt's hier viel. Oh, weia, gibt's hier viel. Bildschirmbiomasse, Bildschirmorbitalinformation. Ach, du kacke Seewassersammler. Huiuiui. Meine Güte. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Beweglichkeitsstiefel bräuchten wir nur noch. Cool. Wir können natürlich noch ein Vegetable-Dingens reinpacken, aber dafür bräuchte ich erstmal gerne die. Vielleicht soll ich hier noch ein paar mehr Bohrer hinbauen, oder? Titan brauchen wir noch. 0,25, was braucht es? 0,5, das heißt, ich brauche noch eine Windkraftanlage. Das heißt, zwei. Ein Eisen, ein Titan sollen wir noch mitnehmen. Ich habe kein Eisen mehr. Doch, habe ich ganz viel Eisen. Verschandeln diesen wunderschönen Planeten mit Bohrern und Co. Kann ich noch einbauen? Oh, ich kann Titan mehr. Wir brauchen mehr. Mehr, mehr, mehr. Guck mal, kann man sogar recht nah beim zusammenbauen, ja? Ach, sehr cool. Gut, wir sind jetzt bei 1 pro Sekunde. Nice. Jetzt geht's flott nach oben, Leute. Es geht nach oben. So, was haben wir hier noch? Eisen. Und Kobalt kommt hier noch rein. Aus dem Eis können wir Wasser machen. Das stopfen wir dann da rein. Okay. Und hier bräuchte ich das noch einmal. Okay, cool. Schickes Spiel, Leute. Ich würde sagen, wir können es uns ja einfach noch ein bisschen weiter angucken. An sich finde ich es halt echt nicht verkehrt.
Und dann würde ich sagen, so OCX wieder, Folge wieder vom Planet Crafter. Denke ich zumindest. Und ich weiß nicht, ob ich auf dem Early Access auf den Release warten soll. Ich weiß nämlich nicht, ob der Save gewiped wird. Das wäre natürlich sehr schade, wenn dem so wäre. Wenn man sich den Shop anguckt, sehen wir hier zu den Fragen, wie lange wird das Spiel? Wie gesagt, 1 bis 2 Jahre. Was soll die Vollversion von Early Access unterscheiden? Es gibt keine Monster oder außerirdische Kreaturen, Kämpfe oder jede Art von Gewalt. Das heißt, das gibt es nicht, wenn man stirbt. Also sterben kann man scheinbar also nur, wenn man Hunger oder Durst hat oder halt erstickt. Leider steht hier nicht da, ob es einen Wipe gibt. Sobald das Spiel final raus ist. Wir werden es uns angucken. Also ich werde, haben wir auf jeden Fall Bock, noch ein bisschen weiter zu spielen, weil Laune macht es ja schon. Wir schalten immer wieder neue Sachen frei, was ich sehr cool finde. Jetzt seht ihr, ich kriege jetzt 1 pro Sekunde. Oh, ich habe jetzt so Sonnenkollektoren später. Rucksack T3, Schrank, fortgeschrittene Herstellungsstation und so weiter und so fort. Wärme bräuchten wir noch. Ist das echt, das ist ja dauerhaft Wärme? Also das ist nicht für den Winter, sondern wirklich, es erzeugt wirklich Wärme tatsächlich. Wow, okay, krass. Gut, Leute, machen wir in der nächsten Folge weiter von Planet Crafter. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.